Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Ich hoffe, es funktioniert. Das ist der dritte Part von Super Smash Bros. Brawl. Wir fangen direkt an mit einem Player Mode. Ein Player Game. Zuerst hatten wir Yoshi und danach hatten wir Link. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Yoshi. Also, ich bin auch wieder dabei. Ja, da ist auch gut. Das machen wir nicht. Okay, links oben sieht die FPS am Laufen Crafts, das heißt, wir versuchen es jetzt im Ladenprojekt zu machen. Hoffentlich schaffen wir es, dass es jetzt nicht so die Funkqualität so beschissen ist wie letztes Mal. Aber wir machen auch die Lautstärke höher, weil wir haben schon gemerkt, dass es sehr leise war. In den ersten beiden Parts haben wir jeweils neu angefangen. Das heißt, diesmal werden wir einfach zwei, drei Parts durchspielen. Vielleicht, dass wir auch zu weit entfernteren Gegnern kommen, vielleicht sogar zum Boss. Ah, wir versuchen mal, so gut es geht. Das ist cool, das macht Spaß. Ja, es ist ein bisschen einfach, aber ansonsten gut. Yay! Du darfst mal 30% kannst du aufhören. Ich schau mal, wie viel Prozent wir hinkriegen, okay? Ich weiß gar nicht, gibt's eigentlich eine Grenze? 99%. Ja, doch, ich lasse es nur so hoch gehen, aber kommt ihr dann automatisch raus, oder? Ich glaube nicht. Nee, da muss ich ihn einfach einmal leicht berühren, dann haust du ihn weg. Oh, ja. Ja. Jetzt. Okay. Für alle, die das Spiel auch haben, das ist ein sehr guter Tipp. Einfach links so zu. Dann könnte ich natürlich auch schneller besiegen, aber. Also, wir hätten theoretisch schon lange rausschmeißen können, aber es macht doch keinen Spaß. Nein. Erstmal sind die schon 5%. Wir haben natürlich auch 0. Ja. Skill. Ah, kein Angst, ich krieg noch Prozente hin. So, und Folge. Was wollte ich jetzt sagen? Also, schauen, ich glaube, wir nehmen auch gleich noch eine Folge für mich auf, die ich aber wahrscheinlich erst morgen. Wir produzieren das ein bisschen vor. Ja. Wir kommen vielleicht sogar zum Boss. Ja, 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 ja. Ja. So, ja. Okay, 460% du bist dran. Oh ja, jetzt wird's lustig, weil ich auf der Treppe bin. Springen, nee, ich kann ja, nicht. Ja, das krieg ich hin. Brauchst du nur X und A. Und ich weiß auch nicht, wie springen. Ach ja, das haben wir, den ganzen Yoshis. Wow. Die links oben, das habe ich beim letzten Mal nicht gesagt, aber links oben sieht die Anzahl, wie viele Yoshis wir noch rausholen müssen. Ah ja. Und wir müssen mal darauf achten, was am Anfang der Spiel gibt, wer unsere Alliierten sind, also das Verbündeten. Das steht ja auch immer dabei. So, dieses Format spielen wir so lange, bis wir keine Lust mehr haben und dann nehmen wir doch noch. Das wird eh immer wieder kommen. Das Spiel macht echt sehr viel Spaß. Demnächst werde ich mit Dingster, mit dem anderen Player, den ich jetzt hier verlinkt habe, mit Dr. Lupo, das heißt Play, machen ein paar 64 weiterführen. Weil wir jetzt nur ein paar haben. Ja. Ah. Wir müssen noch hier Yoshis raushauen. 3. 2. Noch ein. Ja, okay, das war gut. Das bin ich nicht so gut. Ja gut, warte mal, wir unterbrechen die Aufnahme mal ganz kurz. Hallo und herzlich willkommen. Nein, doch, jetzt geht's weiter. Ja, wir sind zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Jetzt geht's kurz weiter. Ich glaube, du warst dran. Du bist dran, weil ich den Unterbrechungsfest mache. Mal schauen, ob die Quatsch. Gut, passt. Wir haben es jetzt, glaube ich, hingekriegt, dass man die FPS nicht irgendwo versteckt. Ja, für die FPS sind versteckt, das ist gut. Wir haben einfach vergessen. Ist ein Haken, den wir aber leider zu doof waren wegzumachen. Ja, das Kampf ist schon um einiges spannender, aber ich glaube, du bist da auch gewinnen. Du hast drei Leben. Was war denn, wie viel Prozent ich habe, wie viel Prozent der hat? Ja, nicht so, ja. Du bist armer, aber du hast drei Leben. Das ist auch schwer, die Attacken, weil irgendwie keine
Ah, wie hast du die Attacke gemacht? Mit? Mit X. Man hat das auch hier. Okay. Also, wir gerade eine Xbox-Konsole. Wir wurden gerade unterbrochen. Jetzt hoffe ich, dass ich jetzt nicht so viel Spaß damit haben werde, das zurechtzuschnuppeln, weil das, glaube ich, nicht sehr. Ja, das ist. Weil es nicht angenehm ist. Ja, wohl, wir haben jetzt ein bisschen mehr. Ich habe es versucht, dass man die. Ja, ein bisschen. Die Audioqualität ist jetzt wahrscheinlich besser. Und wir kriegen jetzt, jetzt haben wir es ein bisschen schon rumprobiert gehabt, jetzt wird es wahrscheinlich auch schneller funktionieren. Komm schon. Ach komm, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, das schafft er noch. Ich finde es bloß, dass sowas kann dann immer draufkommen, vor allem auf seine alten Stages, das fies. Ja, schön. Okay, ich bin wieder. Okay, wir müssen jetzt aufpassen, wie lange wir aufnehmen. Ach, es ist ja. Ja, okay, die Folge wird irgendwie krumm. Ja, die Folge wird nicht. Ach nein! Super, dann mach ich das. Okay, spring einfach runter und mach was anderes. Nein, komm, das schaffe ich! Aber so wird es von schlaft gewiss. Ach, das geht okay, doch. Okay, schaffst du es. Wo muss ich hin? Ja, ist ein Target, das du breaken musst. Du musst irgendwie draufhauen. Schlaf das mal an. Ich hab den. Ah, da sind die kleinen Dinger da! Ah! Ah, die sieht man ja gar nicht! Oh. Ich bin nicht so, oder? Ich glaube, du musst mal als letztes runterspringen. Ja, glaube ich auch. Aber ich habe zwei Targets bekommen, das reicht mir. Und darf jetzt überhaupt wissen, wo die sind. Die sind echt winzig. Guck, hier ist jetzt Ellie nochmal. Das war aber auch zu doof zu kapieren. Okay, der. Wir sind mit Josh in einem Team, glaube ich. Ja, das werden wir doch sehen. Doch, doch, die sind rot und die anderen sind weiß. Ich glaube, ja, Josh, die sind ein Team. Pass auf, pass auf, oh. Oh, ich bin auf. Warte kurz mal, ich muss mich kratzen. So. Ah, ist los, aber ich muss richtig bin. Was soll nicht passieren? Kiste, nimm Kiste. Oh, und schnapp den Schwert. Schwert ist immer gut. Oh. Oh, guck mal, wie es. Kannst du einfach das Schwert in den Mund nimmt. Übrigens, im letzten Part, Part 1 war das, glaube ich, hat. Gab es hier eine coole Szene, wo ich ihn die ganze Zeit zurückgehauen habe, Luigi oder Mario, und dann bin ich einfach mal zwischendurch locker easy durch. Ach, scheiße. Ach, du bist gestorben? Ja. Oh. Das ist ja. Ich hab irgendwie überhaupt nicht auf die Klatsche geachtet. Nee, man. Ah. Okay, es könnte interessant werden. Der Chip ist ja total interessant. Ja. Ich muss sagen, auch ob die Audioqualität besser ist, hat mir echt gut. Wir versuchen es möglichst laut zu machen, weil in den anderen war es einfach zu leise. Zu leise, und wenn wir jetzt einfach in Rohre reinschreien. Ja, der Hall war ein bisschen das Problem. So in etwa. Ja, es war nicht so schön. Dazu haben wir noch richtig schön gemischt, dass man nichts verstanden hat. Und wir durcheinander geredet. Dann habe ich irgendein Easter Egg erzählt, was wahrscheinlich kein einziger Mensch verstanden hat. Was hat echt keiner kapiert, was von dem. Ah, wir sollten ein bisschen nicht so durcheinander reden. Das schafft er nicht mehr. Ja, das war. Sehr gut. Aber Pikachu ist nicht leicht zu steuern, finde ich. Und das bloß zu machen, ist scheiße schwer. Pikachu, wir sehen es, Pikachu. Ich hab das Gefühl, das ist wir sehen im Hintergrund unsere Audiospur und wird irgendwie immer kleiner. Ja, also irgendwie dann reden wir immer leiser aus. Ich bin da gar nicht. Oh, ich geh schon los. Jetzt. Oh, warte mal, hier kommt nicht. Sag ich, wir haben was zu tun, wir haben keine Zeit. Ich muss auch nicht schon. Ja, ich weiß.
Okay, und? Das weiß ich. Du bist bis Dave weitergekommen? So, ich hab vergessen zu kommentieren. Ja, wir haben eine schöne Stille. Ach, ich will jetzt mal nicht. Du musst uns die ganze Zeit anrufen, ne? Du rufst täglich dreimal an, das wäre nervvoll. Was? Ach, das hättest du nicht machen können. Yeah. Okay. Ah, das. Der andere Typ, der das kommentiert hat, den ich natürlich überhaupt nicht kenne, hat gemeint, das ist den Endboss, dass man den erreichen könnte, wenn man jetzt etwas besser spielt. In 15 Minuten. Da wir nicht so gut sind, schaffen wir natürlich nicht in 15 Minuten. Der kommt gleich wieder, kommt gleich wieder. Das heißt, wir werden jetzt 2, 3, 4 Parts, 10 aufnehmen. Ja, dann wird es halt auch so zweigeteilt sein. Ah, nein, das ist irgendwie diese. Wie soll man das nicht schaffen können? Das geht nicht. Muss da irgendwie anders hinkommen. Ich dachte, da braucht man sowas wie Donkey Kong. Das oder darf auch diese hochfliegen können. Total Strategie. Ihr da. Wollt ihr einfach groß in dem Spiel? Ja, und ich finde es uns ordentlich verbessern. Ah, das kann ich auch. Ich kann, du kannst das auch. Was? Du gehst nach oben und drückst die normale Elektroattacke. Und dann haust du es ein bisschen nach oben. Ah. Ach. Das sollte man halt am Anfang wissen. Schon irgendwie, ne? Der Baseballschläger ist auf dieser Stage super. Nein, nein. Der Baseballschläger ist auf dieser Stage echt gut. Hey. Aber danach kannst du wahrscheinlich nicht nochmal normal springen. Hier seht ihr dann wieder rechts oben, wie viele Gegner wir noch machen müssen. Das nenne ich jetzt einfach mal Multistage. Ja, ich weiß nicht. Nenne ich jetzt einfach mal so. Ja, das ist gerade schon, was der Fach für die Schuppe sein sollte. Yoshi. Pass auf, der Wind, der Baum pustet ja. Ich finde solche interaktiven Stages toll, wo sich auch die Stage ändert. Oder so. Die finde ich echt toll. Und du? Ja. Aber es gibt ja auch so richtig bescheuert, zum Beispiel diese. Das jetzt ja mega Party auf der Wii gespielt, wo man dann einfach über dieses Ding darüber gleitet, über sowas wie eine Achterbahn, und die hält einmal zur anderen, kommt man runter und dann fährt sie ab und manchmal weiter. Ja, macht die Tür drauf. Ja, das ist schon. Und dann die Leute merken, das meinst du nicht gut, ne? Ach, das sind aber auch mehr negative Bewertungen. Dafür danke an alle, die mich kennen und sagen, ich mag euch auch ganz doll. Ja! Vielen Dank für die freundlichen Kommentare. Ah, oh. Ach komm, ich war noch viel na gut. Jetzt ist Marvel nicht so schlecht. Also, doch, am Stück schaffen wir das nicht. Wenn wir fast ihn schaffen, das vielleicht irgendwann mal am Stück durchzukommen. Vielleicht. Vielleicht. Hier Team. Dieses 8, ja. 8 Kirby's. Okay, dann komme ich irgendwann mal in den nächsten 1-2 Minuten auf die Idee, mal Cut zu sagen. Dann machen wir einen Cut und dann hören wir uns auf. Und dann kommt der zweite Part und danach kommt der dritte Part. Ich weiß gar nicht. Ja, können. Ah. Und so eine Audiospur zu rendern, sonst ist das so lustig. Ja, vor allem. Das muss ich doch schneiden. Ah, du! Das heißt, du! Da haben wir beide dran schneiden. Ich geh mal wieder vom Thema vor. Also irgendwie kommen die Leute echt immer auf die Idee, uns zu nerven, wenn wir gerade am Aufnehmen sind oder irgendwas machen sind. Aber immer nur dann. Immer dann. Es ist immer den ganzen Tag friedlich, bis wir was aufnehmen wollen oder was anderes machen und dann werden wir angerufen. Und die Leute wollen was von uns. Ah, verdammt. Auch einmal gestorben. Wir müssen auch diese Idioten von Zahnärzten, ne? Es gibt drei Arten von Verbrecher. Die normalen Verbrecher, Politiker und Zahnärzte. Das sind die schlimmsten von allen, die Zahnärzte. Ah, ja. Feuerblume. Feuerblume ist toll. Okay, jetzt sagen wir mal so, wir haben jetzt vorher 5 Minuten aufgenommen, hätten wir jetzt 15 Minuten. Ja, dann machen wir noch, mach ich noch schnell die Stage. Machen wir die Stage fertig und danach machen wir einen kleinen Cut. Ja, hoffe ich, schaffe die Stage. Weil irgendwie bin ich gerade gar nicht mit dabei. Ich weiß nicht, ob das. Ach, ich hasse das. Warum machen die es besser? Ich krieg nur Prozent, aber ich will das nicht. Oh, das kann nicht wahr sein.
Komm schon! Springen und denkt Y. Guck, jetzt ist es gemacht, hätten wir jetzt gewonnen. Es hat nur noch Leben. Also hätten wir nicht ein Leben verloren. Und das ist eigentlich diese Attacke, wo man hochfliegt und dann runterfliegt. Der Macht ist es links, also die Kopf. Die mit dem Stein, das ist ein bestimmter Körbetyp, der verwandelt sich dann in den Stein, dann springt man hoch, durch die Stampfattacke und dann verwandelt man sich in irgendeine Statue oder so einen Stein, glaubst du, fällt man runter. Nein, das kann nicht wahr sein. Y, sehr gut. Ah, nein, schade. Ja, okay, ich glaube, dann machen okay, wir dann machen wir jetzt hier raus einen Cut. Ja, okay, und der nächste Part wird dann bei mir auf dem Kanal sein. Okay, tschüss! Tschüss.